Oh shit, boys, noch einfach schießen wir uns. Hallo Leute. Okay, kann ich hier schießen. Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2 auf der PlayStation 4. Pro. Ne. Ich liebe Druiden, Leute. Ich liebe Druiden einfach. Ich fand die in den Filmen damals einfach, die sind einfach zu geil gewesen. Immer dieses Roger, Roger. Ich mochte das übelst. Ich habe auch, glaube ich, den ersten Teil von Star Wars das Ende irgendwie nur 5 oder 6 Mal noch angeschaut gehabt, obwohl ich den Film eigentlich an sich, glaube ich, nur 3 Mal gesehen habe. Und das Ende habe ich einfach so oft angeschaut, weil ich den Film ja halt auf Blu-ray gehabt, mal von einem Kumpel ausgeliehen. Und dann habe ich halt das Ende andauernd gesehen, weil ich einfach diese Druiden einfach andauernd sehen wollte, man. Ich finde die einfach total geil. Ich hatte sogar damals Lego-Figuren von diesen Druiden. Weil ich fand die einfach so geil. Die Druiden, die sind einfach so, Roger, Roger, ich mochte das. Und ich mag das immer noch. Total cool, die Dinge. Achso, das sind meine Mates hier, die schießen. Feuer öffnen, Roger, Roger. Und jetzt. Schieß! Also ich hab verkackt, glaube ich, ne? Kann das sein, dass ich verkackt habe? Ne, ich glaube, ich hab verkackt gerade. Oh, guck mal, jetzt ist auch einmal... Oh, da ist einer. Immer schön das Schild vorne halten, immer schön das Schild vorne halten. Sonst bei den Typen da hinten. Oh, warte mal, ich kann einfach mal den machen, ne? Irgendjemand eliminiert, aber ich keine Ahnung wen, aber irgendjemand habe ich eliminiert. Alter, das ist einfach so ein geiles Gefühl, Alter, mit dem kleinen Druiden so ein riesiges Ding halten. Das klingt falsch, aber ja. Ich hab auf jeden Fall die ganze Zeit Assist, weil ich die ganze Zeit in jemand ins Gesicht schieße. Nice. Wo sind die denn alle? Oh mein Gott, was ist das? Ey, warum schießt das Ding eigentlich? Wer kann sowas platzieren eigentlich? Wer ist der Charakter, der sowas platzieren kann? Die Dinger nerven übelst. Geh doch. Was war das? Shit! Oh, da ist einer. Fuck my life. Alter, 1594 Punkte, Digga. Digga. Ey, Alter, mit den Druiden kann man sogar als Panzer fliegen. Alter, krass. Aber ich bleib erstmal bei dem Druiden, obwohl ich kann auch mal eine andere Klasse nehmen, ne? Wir nehmen jetzt mal den Assault einfach mal wieder. Den habe ich schon, glaube ich, seit Ewigkeiten. Ich glaube, in der ersten Folge habe ich den ganz kurz gehabt, ne? Ich nehme den einfach nochmal. Ich will nochmal ein bisschen reinzocken. Auf jeden Fall den Scharfschützen werde ich nicht nehmen. Denn seit seit Fortnite weiß ich, Scharfschütze ist nicht meine Aufgabe, ist nicht so meins. Ich schwer, ich bin schon. Nee, bin ich heavy. Warum haben die gleiche Waffe? Das sieht nur so aus. Wie dem Metallding da oben drauf. Egal, das kam mir auf jeden Fall ziemlich bekannt vor aus dem. Schon. Aus dem anderen, aus dem Heavy. Was ist das für ein scheiß Laserstrahl andauern? Ich meine, ich weiß, dass es Star Wars ist, aber trotzdem. Oh. Los, du weißt, wo es lang geht. Wo sind die alle? Ach so, hier irgendwo. Was ist das? Achso, das ist so ein Ding zum. Wo ich sehen kann, wie die Gegner hinter der Deckung stehen, oder was? Was ist das? Bam, Junge! Bam, Junge! Das ist eine Schrotflinte? Ja, der hat eine scheiß Schrotflinte, der Droide! Okay. Okay. Das ist natürlich ein bisschen sick, ne? Ich meine. Da hätte ich früher weggehen sollen. Da hätte ich definitiv früher weggehen sollen. Ich stand die ganze Zeit, ich dachte mir, okay, Alter, den holst du, dann gehst du ganz kurz vorher weg, Alter. Ja, da hat er mich noch gut. Ich würde gerne einen Panzer nehmen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bleib erstmal mit den Druiden, aber ich würde gerne, einerseits würde ich gerne Darth Maul spielen, aber ich bin einer weiter relativ unten. Und ich denke mal, dass der obere schon wahrscheinlich viel früher Darth Maul nehmen wird als ich, deswegen kann ich den wahrscheinlich eh nicht nehmen, den mitten der Runde. Aber andererseits würde ich auch gerne mal einen Panzer sehen. Also richtig spielen mit dem Panzer. Ich meine, gesehen haben wir ja schon ein paar Mal. Headshot. Ich stand da gerade Player Damage 99 und Assist? What the fuck?
Da ist einer. Was? Der hat mich ge-one-shottet? Sieht jetzt aus wie die Schrofflinte. Als hat er die Schrofflinte gehabt. Ich glaube, der hat die Schrofflinte gehabt, Alter. Der wusste genau, wie er langrennen muss, um mich zu holen. Ich würde eigentlich echt gerne mal den hier nehmen. Twin Worst Blaster. Keine Ahnung, was das ist. Super Battle Droid. Rocket Droid. Ich würde sagen, dass der krasser ist. Aber ich weiß ja nicht. Ich bleibe jetzt erstmal bei dem. Wenn Darth Maul näher vergeben ist, werde ich, glaube ich, entweder einen Panzer oder einen Droid nehmen. Ich wusste echt nicht, dass man 3000 bezahlen muss für diese fetten Droiden, weil ich habe davon schon so viele gesehen. Ich dachte, das wären einfach nur ganz normale Droiden von denen. Ich dachte, wenn ich ehrlich bin, dass es die Heavies wären eigentlich am Anfang. Aber dass einfach die Dinger so rumrennen. What the fuck, man. Weil die Dinger sehen so bosshaft aus. Das Geilste, was immer noch fehlt, sind Droidikas. Alter, Droidikas wären hier so geil. Aber die müssen sie übelst langsam machen, damit es auch irgendwie einen Grund hat, dass die auch mal rollen. Weil die konntest ja nur... im Film war das ja so, die konntest du nur vernichten, wenn die gerollt sind. Fucking Busch, Alter. Dass man durch einen Busch mit Laserpistolen nicht durchschießen kann. Durch einen fucking Busch, Alter. Der müsste einfach brennen. Und trotzdem wird die Kugel durchgehen. Kann ich hier rein? Nee, kann ich nicht, okay. Laserstrahl, Alter. Was ist das immer? Fuck my life. Ah, guck mal, das ist ein Ray. Das ist eine Blu-ray. Warte, wie viel brauche ich denn für den Panzer hier? 3500, fuck man, Alter, das ist so viel, Junge. 3500, Alter. Wenn du dann überlegst, 1500 mehr, dann könntest du einen Jedi nehmen. Fucking Darth Maul. Obwohl der wahrscheinlich eh schon unterwegs sein will. Ich würde gerne irgendwie wissen, wo meine Mates auf der Karte sind, damit ich mich in deren Position aufhalten kann, um Sachen zu bekommen. Aber man kriegt ja hier spezielle Bonusse, wenn man in der Nähe von dem Mate ist. Ich gebe die Schuld meinem Kollegen, der direkt vor mir stand. Und ich deswegen in ihn geschossen habe. Ich meine, gut, der hat auch ein bisschen Schaden abgetankt, ne? Gibt es noch andere Waffen? Ich kann die nicht nehmen, ich muss sie craften? Ich stehe ja gerade beim X-Craft. Ich muss eine Waffe craften? Alter, das ist hier Minecraft oder was? Spielen wir hier gerade etwa nur ein Add-on, eine Mod von Minecraft? Ist das hier nur eine Mod? Wer sieht das einfach alles auf der Minecraft-Engine hier, was wir zocken? Alter, überall hast du Craften drin, ne? Überall. Ich habe mich schon gewundert, als das in Call of Duty Infinite Warfare drin war, Alter. Du kannst dir Waffen craften, Alter. Das hat mich in der Beta übelst verwirrt. Ich dachte, hä, craften? Hä? Was kommt als nächstes? Soll ich mir ein Haus bauen oder was? Nee, nee, komm schon, let's go. Aber ich frage mich, ob es ja auch epische Waffen gibt. Oh Mann, Alter, der ist schon ein fetter Panzer unterwegs. Kann ich da einsteigen und helfen wie Battlefield? Nee, nee, nee. Oh Mann. Ich würde gerne irgendwie eine Sekundärwaffe nehmen und ihnen dann helfen. Wie gehe ich eigentlich in Deckung bei dem Game? Ach so, cool. Okay. Hä? Wo sind die alle hin? Die waren doch noch ein Sturmtruppler, oder nicht? Ach, da ist er. Der hat einen Herzinfarkt bekommen. Safecore, der hat einen Herzinfarkt bekommen, Alter. Ich würde mich auch übelst erschrecken, wenn auf einmal irgendwie so einer wäre und mir einfach gehen würde. Kein Plan, warum mein Boden auf einmal so gebebt ist, aber deswegen habe ich auf jeden Fall veräben gerade. Komm schon, Mates, rückt vor. Oh, das ist Scharfschütze! Pisser, yo! Guck mal, du hast das Scharfschütze, ich nicht, Alter! Trotzdem gebe ich dir, yo! Shit, Mann! Wie haben die den... Ach so, mit den Fliegdingern haben sie den kaputt gemacht. Mit den Fliegdingern, Alter. Die sind so on Flieg, Junge. Warum habe ich denn mal nicht Komödien gewonnen? Ach, stimmt, ja. Jetzt weiß ich wieder. Ich bin nicht witzig.
MVP Boba Fett. Ja, wen wundert's? Das war jetzt auch nicht unbedingt meine Runde. Ich glaube, das Spiel ist nicht so ein Spiel, wo ich drin gut bin. Wie der erste Teil. In Star Wars Battlefront 1 war ich auch nie gut gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ich war immer nur so irgendwo zwischen. Ich kam auf den Karten überhaupt nicht klar. Die Waffen waren auch nicht meins. Genauso ist Star Wars Battlefront 1 für mich gewesen. Ich bin in Star Wars Battlefront 1 nur mit dem Jedi rumgerannt in diesem komischen Spielmodus. Keine Ahnung, wie du heißt, da bin ich immer nur mit Darth Vader rumgerannt. Ich werde mir auch den Teil wahrscheinlich holen und damit nur noch mit Kylo Ren rumrennen, weil der ist einfach der coolste. Kylo Ren ist cool, cooler als Darth Vader in meinen Augen so ein bisschen. Weil ich weiß auch nicht, Darth Vader sah bei mir aus wie so, sah für mich immer so aus wie so ein Low-Budget-Transformer. Einfach hier so irgendwie, ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, ich würde sagen, das war es dann gewesen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielleicht noch kommt noch eine, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!